Und darüber hinaus finde ich, es wäre für alle an Ekstase interessierten Szenen, inklusive Tantra, vor allem mal, wäre es sehr, sehr hilfreich, ein, ich nenne es mal, ein nüchternes Ekstase-Teaching oder ein nüchternes Ekstase-Coaching zu kennen. Weil, weißt du, Ekstase, das ist ja auch so, wenn ich jetzt sage, oh, bei mir lernst du die Methoden und bei mir kommt die Ekstase und kriegst von mir die Tantra-Massage und ich lege die Ecstatic Dance irgendwie Platte auf, dann ist das alles so, ey, wir machen es dir im Außen. Und dadurch kommt das dann. Und das Außen steht bei der Ekstase nicht im Weg und dadurch schaltet sie sich innen frei. Aber so ist es sauber formuliert. Und deswegen ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für Ekstase-Kultivierung wirklich ein Teaching, eine Orientierung, zum Beispiel eben mit diesem Schwarm. Also ein Bild, eine Art von Zugriffsmöglichkeit, eine Art von Modell und Matrix für Ekstase, durch die der jeweilige Mensch weiß, ich muss die Settings finden, in denen meine Ekstase sich nicht länger so eingeschüchtert fühlt, dass sie sich nicht traut. Und das ist auch alles. Und das würde die ganze Sache ernüchtern, das würde die ganze Sache weniger anfällig machen für Sackgassen und für Loops und für Klicken-Gefälligkeiten und so weiter. Und es würde halt die Sache schneller auf den Punkt bringen. Es würde die Menschen schneller satt machen. Und ich glaube, der schwierige Punkt ist, wenn dann solche Energiebewegungen im Körper, wie zum Beispiel Tanzen, immer nur Ventil sind für den Scheiß des Alltags, dann helfen sie, den Alltag besser zu tolerieren. Und das soll nicht mein Job sein. Mein Job soll sein, die lebensfeindlichen Aspekte des Alltags zu zerstören. Okay. Sorry für das harte Wort, aber darauf läuft es hinaus und davor haben wir Schiss. Ja. Und ich will kein Pflaster liefern, um es besser auszuhalten. Also insofern, es ist wirklich sehr, wo platziert man ist. Und wenn man Wellness nutzt, um sich zu Ressourcen für den großen Sprung ins Unbekannte, wundervoll. Wenn man Wellness nutzt, um sich zu pampern und zu unterfordern und um danach besser im Job zu funktionieren, dann würde ich sagen, hör auf zu tanzen und guck dir an, dass du unglücklich bist. Okay. Es gibt keinen Grund zu feiern heute Abend. Du hast ein Problem.